Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2. Okay, und im letzten Part haben wir die erste Welt erfolgreich abgeschlossen und Roy besiegt. Allerdings haben wir auch die Kanone genutzt und damit die Pilzwelt freigeschaltet. Aber erst will ich die zweite Welt spielen und deshalb 2-1. Okay. Auch diese Welt spiele ich leider nicht blind, aber ab den nächsten Welten wird das Spiel blind werden. So, ich nehme hier mal die Feuerblume, weil ich meine, dass die besser ist. Hier kann man nämlich die Piranhas schön abschießen. Ah. So. Da ist doch was, oder? Nee. Und in diesem Part möchte ich auch ein bisschen über New Super Luigi U reden. Denn das steht ja jetzt bald an, im Juni. Und natürlich werden wir das auch Let's Playen. Es wird wahrscheinlich ein Together werden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dass ihr alle dabei seid. Denn das wird bestimmt geil. Nintendo versprach auf jeden Fall, dass die Schwierigkeiten ein bisschen anzieht. Das finde ich gut, denn... Oh, ja, New Super Mario Bros. U war ja doch ein wenig einfach. Und deshalb hoffe ich einfach mal, dass New Super Luigi U einfach mal anders wird. Ein bisschen schwieriger als alle anderen New Super Mario Bros. Der letzten Zeit. So, und wir haben jetzt ja endlich mal eine Goldblume. Einfach so vom Spiel her. Ja, und ihr seht schon, wir können hier ganz schön viele Blöcke in Geld verwandeln. Ja, das mache ich mir auch mal hier ein bisschen zunutze. Oh ja, ah, ich liebe es, Geld. Gib mir Geld. Ah, ja, genau. Ach, da oben, ah, da genau, da oben ist ja die Starcoin. Deshalb müssen wir jetzt hier mit einem guten Sprung die Starcoin holen. Okay, aber zurück zu New Super Luigi U. Ich erhoffe mir tatsächlich mehr Schwierigkeit. Das war das, was New Super Mario Bros. U im Endeffekt noch gefehlt hat. Ja, und was man so in den Trailern gesehen hat, von den Textures und so, also das war ja wirklich 1A. Also schon allein in der ersten Welt, die ganzen grünen Texturen da waren sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen, nicht nur weil grün meine Lieblingsfarbe ist, sondern auch so... Wieder wisst ihr ein wenig mehr über mich. Naja. Auch egal. Aber dass Mopsy ein spielbarer Charakter ist, das, naja, ist jetzt nicht so der Wahnsinn, sag ich mal. Das haut mich jetzt nicht so um. Vor allem, weil er unbesiegbar ist. Er kann einfach so durch Gegner umlaufen, holt keine Power-Ups. Er ist sozusagen einfach nur, ja, unnütz einfach. Macht doch keinen Spaß, oder? Ich meine, was haltet ihr denn von Mopsy? Das könnt ihr mir mal gerne in die Comments schreiben. Also, ich finde den höchst unnötig. Das ist meine Meinung zu Mopsy. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... da bin ich ein bisschen kritisch zu, muss ich sagen. Der ist nicht so gut. Passt nicht. Und das Krasse ist ja, man spielt einerseits mit Mopsy zusammen... Und andererseits klaut der immer noch Sachen aus dem ganzen Toadhaus und so. Oh Mist, jetzt habe ich den Koopa erledigt. Naja, egal. Und, oh. Naja, deshalb finde ich Mopsy irgendwie ein bisschen scheiße gewählt. Da hätte man irgendeinen anderen Charakter einfügen können. Meinetwegen auch Toadette oder irgendwas, ey. Und da ist die erste Starcoin und scheiß auf den Hammer, Bruder, ey. So, blöder Treffer. Ah, naja. Nintendo kann irgendwie nie alles richtig machen bei den neuen Spielen, habe ich so den Eindruck. Aber es ist auch egal. Die Spiele machen trotzdem Bock und das ist die Hauptsache. Hey, was ist denn da unten? Komm, komm, geh hoch. So ein Secret, sehe ich doch. Ach nee, doch nicht. Es gibt einen Münzregen. Oder Münzwurf von unten, weil es ja, Regen kommt ja von oben. So. So, ach, guck mal an, da sehen wir dann von hier aus da, dass da unten was ist, nämlich eine Röhre. Geil. Gut versteckt. Sieht man nicht auf Anhieb. Nein, 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 nein. So, den will ich auch noch kaum machen. Yes. Oh, dann kriegt man sogar noch ein paar Münzen geschenkt hier. Finde ich auch gut so. Muss ja auch was dafür geben, dass man die erledigt. So, und wie komme ich jetzt da? Ah ja, okay. Genau. So war das. Ah, shoot. Och man, jetzt renne ich dem auch noch genau da rein, ey. Ist klar. Ja, nee, ey. Ja, nee, ist klar. So, ah, weg mit dir. Also, wie gesagt,
New Super Luigi U. Wird geil. Im Together. Und ich freue mich drauf. Wird geil. Oh Mann. Ein Riesenhammer, Bruder. Oh, ich hole mir direkt noch meine Feuerblume. Und da die Starcoin. Puh, da haben wir auch schon wieder alle. Ja. Die Level sind jetzt noch nicht so schwer. Aber da kriegen wir nochmal einen schönen Münzblock. Hole ich mir auch. Aber geil ist halt bei New Super Luigi U, dass es halt nicht so aussieht wie so ein normales Spiel. Es ist einfach... Ja, ich will nicht sagen, dass es wie ein Hack aussieht, aber es erinnert mich schon so ein bisschen dran, wenn man so in die Trailer guckt. Also, es ist diesmal nicht ganz so typischer Nintendo-Style und das finde ich gut. Das ist es, was ich gut finde. Es ist so ein Mischmasch, sag ich mal. Sehr gut, Fabian, haben die das sehr gelöst diesmal. Aber, dass das so teuer wird, hätte ich nicht gedacht. Es ist zwar ein völlig neues Spiel, aber ich meine, die Overworld bleibt dieselbe und so. Also, und ganz besonders kacke finde ich, dass die Retail-Version, also als Package-Version da, dass die das einen Monat später erst veröffentlichen. Ich bin ja einer, ich kaufe das gerne, weil ich einfach auf das Design stehe und so. Ja, und deshalb bin ich ein bisschen traurig, dass ich mir jetzt doch die eShop-Version holen muss, damit ich das früher let's playen kann mit meinem Bruder. Ist ein bisschen scheiße. Ganz ehrlich, das ist meine Meinung dazu. Ist ein bisschen scheiße gelaufen. Nintendo, warum macht ihr sowas? Aber ich kann es auch, glaube ich, relativ erklären. Die wollen, dass man das früher rausbringt, weil... Um New Super Luigi... You als Downloadable Contents spielen zu können, braucht man ja das Originalspiel. Und dann wollen die tatsächlich, dass man sich das dann noch kauft. Ach, verdammt, ey. Man muss den Powerblock da treffen. Ah, und da kommt schon der nächste. Cool. Naja, auf jeden Fall ist das wieder Geldmacherei. Also, wirklich. Was soll das? Das ist nicht so geil. Ich denke, ihr versteht das auch. Und jetzt will ich mal alle Piranhas hier killen, ey. Bam, one up. Und die Starcoin. Und es ist die erste. Wäre noch schöner, wenn ich bei Leveln, die ich kenne, noch verkacke. Und da können wir auch schon direkt die nächste holen. Dann brauche ich den hier. Allee. Wow. Okay. Geholt. Wie gesagt, also bin ich nicht der Fan von. Vor allem, weil die Hülle von New Super Luigi U sehr geil aussieht. Es sieht wirklich sehr geil aus. In grün so. Und das gab's ja auch noch nicht, so ein grünes Spiel. Oh, und deshalb finde ich das so schade. Also, ehrlich, das muss man nicht tun. Das muss man wirklich nicht tun. Alles nur Geldmacherei heutzutage. Und egal wie asozial, ey, warum können die nicht einfach direkt die Package, wenn es sowieso eine Package-Version gibt, warum machen die dann noch ein Downloadable Content dazu? Das ist doch dann kein Downloadable Content mehr, wenn man sich die Package-Version holen kann. Das ist doch blöd. Das kann man doch eigentlich nicht tun. Alter, jetzt kriegen wir schon wieder einen goldenen Block, also ich komme hier gar nicht mehr davon weg. Habe ich so das Gefühl. Aber erstmal, warte mal. Speichern. Und das Pilzhaus. Naja, das war auf jeden Fall meine Meinung zu... Ah, naja, ich habe noch was zu sagen. Und zwar finde ich es saucool, dass die Luigi diesmal andere Fähigkeiten gegeben haben. Und die Level deswegen auch anders angepasst haben. Er springt halt, das wissen wahrscheinlich die meisten schon, viel höher als Mario. Und das macht das Spiel auch sehr besonders. Und auch früher gab es ja schon in alten Spielen so ein paar Unterschiede zwischen Mario und Luigi. Wow, sauber, endlich mal 50. Yes, und das im Let's Play. Geil. Ja. Und das finde ich halt sehr cool. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich daran so direkt gewöhnen kann. Weil ich spiele ja fast nur mit Mario. Fast gar kein Luigi. Wow, wo fliege ich denn hier hin? Okay. Auch mal ein interessantes Level. Ich finde den Hintergrund auch so interessant. Erinnert mich irgendwie so an Indian... Naja. Ach, fuck. Aber ich kann die noch mit meinem Tanuki holen. So. Einfach mal laufen.
Oh fuck, warte nochmal. Und nochmal. So, jetzt runter haben wir sie. Gut. Schön. Gut. Oh, noch ein Ab, noch ein Ab, nochmal Abgepeer. So. Sehr gut. Aber wir haben noch einen Tanuki, deswegen ist das egal, das Item. So, oh, immer schon aufpassen hier. Immer den schwierigen Weg nehmen. Dann kommt man hier hin. So. Jetzt kann man hier nochmal ein paar Münzen abstauben und ich glaube auch die Starcoin. Die müsste jetzt gleich kommen irgendwie. Ja, da ist sie. Kommt man auch nur mit Tanuki oder halt dran, wenn man den P-Switch perfekt ausnutzt. So, und schon wieder haben wir alle drei Starcoins. Ging doch schnell. Wo falle ich denn hier hin? Hallo? Hallo? Wow, ich wäre in den Abgrund geflogen. Wäre ich da geblieben. Naja. So, und jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Immer schön die ganzen Münzen mit einsammeln. Und dann, yay. Und one up. Geil. Gut gelaufen, das Level. So, ich unterbreche mich hier ständig. Weil das Level es einfach nicht zulässt, dass ich mal vollständige Sätze reden kann hier. Ich konzentriere mich dann auch übelst darauf und dann ist das halt so. Naja, auf jeden Fall, New Super Luigi U wird der Hammer, Leute. Guckt es euch an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es wird cool. Wir werden es wahrscheinlich auch direkt zum Release zocken. So. Oh, oh, oh. Ich dachte gerade, was mache ich denn da? Was wird denn das? Und wir sind auch, wir sind ja schon beim Tower. Okay. Fällt mir gerade so auf. Ja. Die erste Starcoin ist geschenkt. Worüber könnte ich noch reden? Ach ja, da gibt's noch... Hey, ich war doch schon draußen, oder? Dann wollte ich noch über Mario Kart U reden. Obwohl ich jetzt nicht so der Mario Kart Zocker bin, werde ich's auch mal zocken. Aber Let's Playen wird es dann doch wieder mein Bruder. Genauso wie er jetzt Mario Kart 7 für euch Let's Playt. Ja. Ich denke mal... Ach ja, auch zur Qualität jetzt mal zum... Zu den 3DS-Let's Plays noch einmal. Die Qualität bei Mario Kart 7 war noch nicht ganz so optimal. Und auch die restlichen Parts von Mario Kart 7, die noch rauskommen, werden nicht so optimal, weil diese mit DxTory aufgenommen sind. Und da unsere PCs jetzt nicht so die hohe Leistung haben, kann DxTory da nicht so gut mit... Kann man mit DxTory nicht so gut aufnehmen. Und das ist halt nicht so geil. Und dann haben wir uns halt entschieden, doch Fraps zu nehmen. Vor allem, weil man da alles auf einmal aufnehmen kann. Okay, könnte man bei DxTory auch machen. Aber, wow. Mit Fraps klappt das einfach ein bisschen besser. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Treffer? Egal, ich krieg bestimmt gleich wieder einen Tanuki irgendwo her. Bestimmt da. Die Tür unten habe ich natürlich nicht vergessen. Oder ich hole mir einfach so. Komm her. Okay, ein Ab. Wusste ich gar nicht, dass es da ist. Hätte ich mir auch mal einen Tanuki mit verbauen können, ein bisschen. So. Jetzt erstmal hier die Starcoins holen. Ich glaube, hier ist auch eine. Jetzt noch nicht in die Tür gehen. Erst hier oben hin. Dann kriegt man die auch schon. Okay. So. In die Tür und weiter geht's. Okay, das Castle ist jetzt nicht so gerade das mit den neuen Ideen. Aber gut. Kann man verkraften. Rechts ist, glaube ich, auch ein Up. Habe ich jetzt keine Lust drauf, das zu holen. Hab ja genug Ups. Hab schon in der zweiten Welt über 40 Ups oder so. Wie viel habe ich? 69? Alter. Das ist halt auch wegen den Münzen. Naja. Wow. Das ist mir gerade noch eingefallen. Nein! 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 Lamer Death. Nun gut, das war unser erster Death in diesem Game, glaube ich. Ja, ich glaube schon, ja. Und der war mega unnötig. Da gibt's ja einen Pilz. So. Naja, ich wollte über Mario Kart U reden. Boah, ey, Alter. Immer wenn ich über was reden will, dann werde ich hier schön geowned. Aber ist auch egal. Mario Kart U, was erhoffen wir uns? Geile neue Strecken natürlich. Naja... Die Charakter bleiben wahrscheinlich eh so. Da kann man jetzt bestimmt nicht so viel dran ändern. Aber ist auch nicht so schlimm. Wichtig sind die Strecken, dass die geil werden. Und natürlich das allgemeine Gameplay. Wie machen die das Gameplay? Mit dem Driften zum Beispiel. Wie machen die das? Wahrscheinlich machen sie das genauso wie in der Wii-Version. Das kann ich mir jetzt nicht so anders vorstellen.
Also auf dem 3DS ist das Driften ja sehr langweilig geworden. Hier auf dem DS konnte man noch richtig geil driften, fand ich. Da konnte man sehr oft driften. Bei jedem Kack, da konnte man auf Geraden driften. Um schneller zu sein. Also ich fand das richtig geil. So, und jetzt kriegen wir die Kack-Starcoin. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich darauf, dass es das in Zukunft auch geben wird. Dass man mal so ein bisschen mehr driften kann. Dass es ein bisschen mehr Skill ist. Bei Mario Kart Wii kann man zwar auch sehr viel Skill zeigen, aber... naja. So toll ist das dann mit dem Driften doch nicht. Naja, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ansonsten habe ich jetzt nicht so... also, außer dass es in HD ist, was natürlich sehr geil wird... habe ich jetzt, ja, nicht mehr so große Erwartungen an das Spiel. Also, außer dass es natürlich saugeil wird, ein Mario Kart für die Wii U in HD, das ist natürlich krass. Wirklich. Also, da kann man sich schon mal drauf freuen. Aber nun gut, ich sehe gerade, ich muss aufhören zu reden, denn der Part ist leider schon vorbei. Aber das nächste Mal gibt es ein Geisterhaus für euch. Okay. Ciao.